Ivan Arino, herzlichen Glückwunsch zu dem 3-0-Sieg. Assist zum 1-0, Goalschütze zum 2 und zum 3-0. Wie ist deine Gefühlslage so kurz nach dem Match? Zuerst mal danke vielmals. Ja, die Gefühlslage ist sicher gut. Ich denke, wichtig war, dass wir defensiv gut stehen und dass wir Organisation haben. Dass wir kein Goal zulassen. Nach 10 Goals in 2 Matchen, die wir bekommen haben, ist sicher, dass die erste Priorität war. Und wir wissen, dass wir vorne Qualität haben. Wir haben einen breites Kader und vorne können wir immer den Unterschied machen. Und das haben wir heute gemacht. Das waren deine ersten beiden Treffer für den FCR. Herzlichen Glückwunsch. Wieso ist gerade heute gegen deinen ehemaligen Arbeitgeber der Knoten irgendwie geplatzt? Oh ja, okay, das ist jetzt ein riesen Zufall. Aber ja, ich denke, ich arbeite jeden Tag hart im Training und meine Mitspieler geben mir immer Vertrauen. Und ich war bereit und auch, ich habe heute meine Chance bekommen. Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir heute gewonnen haben, egal wer jetzt Goal macht. Ich oder der Bipo oder der Bobo, Zoran, Trean, Wüttrich, ist egal. Wichtig ist, dass wir heute gewonnen haben und dass wir jetzt auf den Zürich-Match können positiv schauen können und zuversichtlich sein, dass wir auch dort gegen den FCZ einen guten Match machen können. Du bist schlussendlich ausgewechselt worden. Ist das einfach ein schöner Abgang für dich oder hast du dich verletzt gehabt? Ja, nein, also ich kann schon mögen, aber ja, ich habe einen Schlag bekommen am Knie, aber ich denke nicht, das war wegen dem. Und ich bin froh, dass der Team reingekommen ist, ein Junge wieder, dass er seine Chance bekommen hat. Und ja, der Trainer trifft seine Entscheidungen, Auswechslungen, das muss man akzeptieren. Danke vielmals. Danke. Aktuell, kompakt, informativ. Der brack.ch Fußballflash. Alle Highlights, alle Resultate, die schönsten Goal von der Super- und Challenge League. Immer am Sonntag nach den News auf Tele M1. Marco Schelli, beim herzlichen Glückwunsch, 3-0 hier in Wiel. Wie ist deine Einschätzung zu diesem Spiel? Ja gut, also wir haben grundsolid defensiv gute Arbeit geleistet und dann auch wirklich nach vorne auch sehr gut gewesen. Wir haben dann auch den Break machen mit dem 2-0, was dann auch relativ dann einfacher geworden ist natürlich. Aber es war ein grundsolide, guter Match von unserer Seite aus. Und das hat jetzt auch gut getan, dass wir mal kein Goal bekommen haben. Das ist für überall sicher wichtig. Ist gewissermaßen ein bisschen versöhnlicher Abschluss für die englische Woche, wo nicht alles so gelaufen ist, wie erhofft? Ja, sicher. Das ist so. Also Giasso haben wir ja verloren und jetzt auch gegen Luzern. Von dem her haben wir zwar einen sehr guten Match gemacht gegen Luzern, aber schlussendlich sind wir ausgeschieden. Das hat sicher auch für die Moral nicht so einfach gewesen, aber das war die richtige Antwort gewesen heute. Haben es wirklich toll gemacht, Jungs. Inwiefern hat euch die Situation von Wiel in der Vorbereitung beschäftigt? Ja gut, wir haben schon gewisse Informationen reingeholt. Das ist sicher kein einfacher Moment für die Spieler, aber wir müssen auch für uns schauen. Und darum haben wir unseren Job gut gemacht heute. Die nächsten Gegner lauten Zürich, Servette und Xamax. Wie sind deine Gefühle und deine Ziele für die nächsten drei Spiele? Ja, machen wir Step by Step. Nehmen wir zuerst mal Zürich, wo am Montag ins Rückenfeld kommt. Wissen, dass sie nicht immer sonst so weit vorne sind und auch gleich mal aufsteigen. Ja, aber ich glaube, es ist dann wieder die Heim. Und mit der Moral, die wir heute danken können, werden wir dann auch das Spiel gegen Zürich angehen. Danke vielmals.